Hallo, herzlich willkommen zu diesem heutigen besonderen Video. Heute ein Video der besonderen Art. Heute ein Sternzeichen-Video für dich für den Monat Juni. Fühle dich willkommen. Heute schaue ich hier für dich, für das Sternzeichen Steinbock. Wenn du jetzt als Steinbock-Geborene dabei bist, fühl dich willkommen. Gerne auch kannst du dir aber deinen Aszendent, dein Mondzeichen oder Venuszeichen auch anschauen. Wenn du für jemand anderen schaust, ist auch hier wichtig der Venuszeichen, Mondzeichen oder sogar der Aszendent, denn das kann dir auch wertvolle Hinweise für die Energien geben. Wichtig ist von dir eine Grundoffenheit, dass du dich für diese Legung öffnest, dass du dich mit mir verbindest. Ich verbinde mich natürlich mit dir, mein höheres Selbst mit deinem höheren Selbst, und ich werde auf jeden Fall für dich dann die Botschaften rüberbringen. Jetzt schließe deine Augen und stimme dich auf die Legung ein. Entspannen. Ich habe hier die Karten dabei, Gilded Tarot, und zwar von Kiro Marchetti und Barbara Moore. Stimme dich auf die Legung ein. Ich lasse drei Karten aus diesem Tarot-Deck für dich springen. Liebe Steinbock, konzentriere dich. Was sollst du wissen im Monat Juni? Wundervoll. Wow, was für eine Energie, könnt ihr das schon spüren? Wow, großartig, Steinböcke, großartig, wow. Oh, du bist auch ein Glückssternzeichen, denn Justitia, Justiz, das heißt, es kommt alles Rücksicht, alles auf dem rechten Maß. Also das ist der sechste Monat in diesem Jahr, und also wir sind genau in der Mitte, und genau das wirst du jetzt im Monat auch erfahren. Du wirst deine männliche und weibliche Seite miteinander verbinden. Das Geben und Nehmen kommt im Einklang. Es gelingen dir viele Dinge viel besser. Also ich habe das Gefühl, du kannst besser annehmen, kannst aber auch besser durchhalten, bestimmte Situationen durchhalten. Dass du auch wirklich diese weibliche, warme, nährende Energie hast. Aber wenn du mit anpacken sollst, dann wirst du das auch tun. Ich habe das Gefühl, dass du einen besonderen Zugang zum Körper, Geist und Seele auch findest. Und die optimale Balance, deine Ausrichtung wird gut sein, großartig sein. Also du bist gut geerdet, aber du bist auch unglaublich angebunden. Also an universelle Energie, und das geschieht also alles zu deinem Höchsten und Besten. Ich finde das großartig. Es zeigt sich der neuen Stäbe. Vielleicht hast du auch wirklich eine Zeit gehabt, wo es nicht immer so war für dich, und jetzt hast du vielleicht die Zeit, wo du sagst, ich muss jetzt wirklich meine Wunden heilen. Ich muss wirklich all diese Verletzungen hinter mir lassen. Ich ruhe mich noch aus, aber diese Schwere ist schon vorbei. Das ist so wie nach der Krankheit, also man fühlt sich schon noch so ein bisschen schlapp, aber trotzdem kommst du in deine innere Mitte, kommst du in dein inneren Gleichgewicht, und das finde ich hier großartig. Also du bist wirklich super, super gut geerdet. Was ich jetzt hier sehe, ich sehe hier, auf jeden Fall sehe ich hier, die sechs Kelche symbolisiert etwas Altes, was sich klärt, was sich regelt. Ob das jetzt eine alte Liebe ist, da findest du auch wirklich die optimale Balance, auch dass das Geben und Nehmen in Einklang kommt. Die Gefühle, das Vertrautheit fließt auch wieder zwischen euch. Das ist eine Grundleichtigkeit, das Verspieltheit ist da. Und von allen Dingen auch
Du hast auch eine kindliche Leichtigkeit. Dein Selbstwert wächst auch. Wenn du jetzt in beruflichen Dingen schaust, dann wirst du hier auch wirklich sehen, dass es auch in dem Beruflichen vielleicht das, was du schon immer gut konntest, da findest du auch einen unglaublich guten Zugang wieder dazu. Vielleicht lässt du auch ein altes Projekt neu aufleben. Vielleicht findest du wieder Freude an bestimmte Dinge, was dir immer schon viel Freude bereitet hat. Und du suchst auch die optimale Balance. Das kommt auch vielleicht so bei dir hoch wie so ein Geistesblitz und sagst, ja, genau das mache ich nochmal. Also ich sehe hier auch einen positiven finanziellen Fluss für dich mit den 9 Münzen. 9 Münzen symbolisieren hier auch die Erfüllung, innere und äußere Fülle. Aber nicht nur innere und äußere Fülle, sondern auch wirklich finanziellen Zuwachs für dich, was du auch natürlich als Erdzeichen auch gerne magst. Also diese Stabilität, diese Sicherheit, diese nötige Sicherheit kannst du dir erschaffen. Du bist hier gut geerdet, du warst auch wirklich fleißig gewesen. Und jetzt widerfährt dir Gerechtigkeit in diesem Monat. Finde ich großartig, nutze die Chancen. Und auch hier wieder Körper, Geist und Seele finde ich im Einklang, auch bestimmte Dinge miteinander zu verbinden, nicht nur von einer Sichtweise die Dinge sehen, sondern auch wirklich aus verschiedenen Ebenen auch vielleicht dich auch breiter aufstellen, wenn du auch beruflich etwas machst. Das sagen dir hier die Karten. Ich hoffe, du konntest das wunderbar für dich annehmen. Das freut mich sehr. Schreibe auch gerne in den Kommentaren, wie dir diese Form der Video gefallen hat. Wenn dir das gefallen hat oder wenn euch das gefällt, werde ich auch im nächsten Monat das in Anspruch nehmen oder in Angriff nehmen. Und natürlich gerne stehe ich für dich mit einer persönlichen Beratung oder mit einer Persönlichkeitsentwicklung und meinem Coaching zur Verfügung. Schau einfach unter dem Video, findest du den Kontakt, den Zugang zu mir, also zu meiner Webseite, zu meinem Shop, und nutze auch gerne die kostenlose Erstgespräch bezüglich Coaching. Was ist das überhaupt? Melde dich dazu an und erfahre mehr. Ich sage danke und habe einen tollen Monat Juni. Bis bald.